Einen wunderschönen herzlichen guten Tag und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Zelda A Link to the Past. Und wir sind jetzt hier gerade schon im zweiten Gebäude drin, wo wir doch unser zweites Amulettchen holen. Ich habe nur eine Frage, wieso will es gerade nicht funktionieren? Einen Moment. Ah, jetzt funktioniert es sehr schön, endlich. Jetzt kann ich wieder laufen, ich konnte irgendwie gerade nicht laufen. Und da ja gerade nachgefragt wurde, hey, wann zockst du auf jeden Fall mal wieder Zelda? Oh, der hat uns beinahe erwischt. Wollte ich auf jeden Fall wieder... Achso, wir müssen das Auge direkt treffen mit den... Halt. Achso, nee, das sieht einfach nur so aus wahrscheinlich. Na, stimmt, ich glaube, da können wir nur ausweichen. Okay, kein Problem, das schaffen wir. Ja, okay, das könnte knapp werden. Ich warte nochmal lieber eine Runde ab. Ha, hat uns nicht gesehen. 5 Pfeile. Komm her, du Biest, ich mach dich... Messer. Der ist ja richtig fies hier. Der Fiesling. Der würde uns garantiert noch wehtun. Aber gehen wir erstmal nach oben. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay. Yo. Auf dich fahre ich total ab. Hier müssen wir wohl aufpassen. Mit so einem Fallen hier. Das ist garantiert Treibsand, wenn wir da reinlaufen. Oh, was ist denn hier los? Um ehrlich zu sein, ich weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, wir können ab und zu mal hier... halt! Achso, scheiße, wir haben ihn drüber geschmissen. Halt! Aua, das tut doch weh. Wir haben die Bomben gerade derzeit hier ausgerüstet. Hey, ein Herz. Sehr schön. Ich würde sagen, wir rüsten den Bumerang aus. Der Bumerang macht ja immer so ein bisschen Schaden. Ne? Komm hier, komm hier. Halt! Oh, wir können ihn mit einem Schlag sofort töten. Ist das krass. Ist das krass, irgendwie? Nein, das hebe ich für den großen Bocken hier auf. Komm her, du Tier. Okay, er ist wieder weg. Achso, geht gerade nicht. Okay. Du hast die Karte. Drücke X-Knopf, um deinen Standort festzustellen und einen Überblick zu bekommen. Na, danke auch. Den will ich jetzt erstmal gleich wegmachen. Hier, der nervt sowas von. Der Kleine. Tut mir leid. Oh, Herzfragment. Hier muss man garantiert... Achso, scheiße. Nee, das wollte ich gar nicht. Oh nein, hier wollte ich auch nicht. Ich wollte ins Menü rein und ich benutze da die Lampe. So, die Lampe. Puff. Puff. Hat es irgendwas gebracht? Nee, außer dass es schön aussieht, hat es nichts gebracht. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Schade eigentlich. Geht denn vielleicht das Licht hier irgendwie aus oder so? Oder warum konnten wir das anmachen? Mal Fragen über Fragen mal wieder hier. Yay, jetzt haben wir wieder volles Leben. Und bevor wir hier weiter dämlich rumrennen, nehmen wir wieder den Bumerang. Ich weiß ja nicht, was hier lauert im nächsten Bereich. Oh, der ist ja böse. Da kann sogar um die Dinge herumschießen. Oh, den haben wir einmal getroffen. Jawohl, den haben wir, den haben wir. Au, 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 au. Nein, wieso denn? Die hätten wir noch mit erwischen können. Okay, was noch hier drunter? Schon wieder so ein... Ich glaube, wir müssen irgendwie was mehr jetzt heute mit der Flasche machen. Also mit dem Zauber, mit der Magie. It's magic. Nein, 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 nein. Zu spät, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Nein, 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 nein. Halt. Oh, der schießt. Oh, der schießt gut. Yay, den haben wir jetzt. Oh, 490 haben wir jetzt schon. Und hier ist keine versteckte Wand. Okay, hier können wir schon mal rausgehen. Hier ist nichts. Dann frage ich mich, wo wir jetzt schon mal sind. Also gucken wir uns das mal an. Wir sind jetzt dort. Also jetzt rechts nirgendwo kommen wir weiter. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall weiter nach rechts unten gehen. Und dort auf jeden Fall mal Luki Luki machen. So, wo sind wir jetzt hier? Hierfür brauchen wir schon mal einen Schlüssel. Da kommen wir schon mal nicht durch. Das heißt, wir gehen einmal weiter runter. Halt, halt. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier durch. Ach. Ist das hier ein Eingang oder ein Ausgang? Weil das ist nicht der Haupteingang, oder? Wollen wir mal durchgehen? Mal gucken, wo wir hinkommen? Würde ich mal sagen, ja, wa, machen wir mal. Uhu! Uhu! Ich glaube, wenn wir hier irgendwie hinlaufen, das bringt nichts.
Okay, man ist so dieser zweite Ausgang hier wahrscheinlich. Ganz wahrscheinlich. Ach nee, das ist hier oben rechts irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Ich will es nicht ausprobieren, das machen wir noch nicht. Ich würde mal sagen, dass wir es noch ein bisschen abwarten hier. Und wir gehen jetzt erstmal hier durch. Zack, ja, Treffer, sorry. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Au! Au! Was machst du denn mit mir? Das geht aber nicht. Autsch. Autsch. Okay, der kommt jetzt auch noch weg. Sehr schön. Hier haben wir ja nichts gehabt. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach links. Und smacken den einen weg hier. Mal smack. Oh, so weit wollte ich aber gar nicht, oder? Wollten wir da hin? Doch, das sieht ganz gut aus. So können wir da nämlich durchlaufen nach links. Nee, 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 nee. Scheiße. Hat uns sonst noch getroffen. Ich guck lieber nochmal. Ah, okay. Jetzt gehen wir noch einmal nach links rum. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, wo wir jetzt erstes reingehen. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben rein. Das ist gar nicht so schlecht hier. Ah, la 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 la. La 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 la. Salty, hier, Sahasrala. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Oh, ich wollte gerade... Beweg doch den scheiß Turm. Kann ich nicht... Au! Tust mir weh! Scheiße. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Und? Ha! Wusste ich's doch. Scheiße, wären wir als erstes drauf gekommen. Wir müssen wohl alle Sachen, wie er meint, aus dem Versteck holen. Ach komm! Ach komm! Au! Low health! Low health! Help! Help! Oh, wir haben jetzt wieder 3,5 Herzen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Okay. Hier gibt es garantiert unter irgendeinem so einem Ding. Oh, perfekt. Wir haben wieder Leben. Eins schaffen wir noch, oder? Schaffen wir noch eins? Brrrt. Au! Ah, du Arsch. Nur allein das Gegenlaufen. Das ist doch nur so ein Turm, der mich mit seinem Laserstrahl da angreift. So schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. A big, big chest. Die open wir doch gleich mal. War es verschlossen? Scheiße, können wir noch nicht machen. Okay, hier unten gibt es wieder zwei so eine Dinger. Dann würde ich mal sagen, dass wir wieder ins Menü gehen und einfach mal uns die Lampe schnappen und es einfach mal anzünden. Schön, wie nichts passiert. Wir sehen es. Es passiert einfach nichts. Ach so, stimmt, da war ja was. Wir müssen jetzt wieder den Knopf drücken. Okay, wir hatten hier hinten links, hinten rechts. Okay, den haben wir schon mal, sehr schön. Ha, den haben wir auch schon mal. Und den haben wir auch schon mal. Yay, sehr schön. Münzen und irgendwelche Pfeile. Okay. Ha, zwei auf einmal wieder, sehr schön. Wir sind so overpowered. Waren wir hier überhaupt schon drin? Ich glaube nicht, oder? Hey, da waren wir noch nicht drin, ne? Ich würde sagen, dass wir hier jetzt erstmal reingehen. Wir haben 30 Pfeile, wir sind so krass ausgerüstet. Zweiter Ausgang, okay. One, two, three. Riddle nicht gelöst. Scheiße. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir hier vielleicht irgendwas wegschieben müssen. Nein. Weil ich frage mich, wieso wir... Aha! Mensch, bin ich schlau. Ist wirklich so. Der ewige Wunschbrunnen. Es bringt uns aber nicht wirklich, weil wir haben eigentlich fast voll. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das auf jeden Fall nochmal in Ruhe. Wir wissen, wir müssen den zweiten Stein von links runterschieben. Und an den Seiten möchte ich wirklich noch nicht runterspringen. Es kann wirklich sein, dass da was mega Geiles ist, aber vielleicht ist es auch noch gar nichts und wir müssen einfach nochmal laufen. Auch wenn es gleich um die Ecke ist. Aber darauf habe ich trotzdem keinen Bock. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zu der einen
zu der einen Tür hin, die da rechts war, die noch von uns geöffnet werden muss. Halt. So. Müsste eigentlich jetzt schon da sein. Sehr schön, da ist sie auch schon. Öffne dich mir. Oh, scheiße. Was ist hier nur los? Okay. Du bist schon mal weg. Du bist auch schon mal weg. Oh, du bist auch schon mal weg. Oh ja, wir haben wieder ein Rätsel gelöst. Ich glaube, hier ist aber trotzdem noch ein Rätsel. Dass hier so komisch angeordnet ist. Oder? Ne, ich täusche mich gerade einfach nur. You have the compass! Du hast den Kompass gefunden! Und damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden! Yay! Wir freuen uns dermaßen, wir müssten jetzt eigentlich schon zwei Kompasse haben und trotzdem bringt uns keiner von den vorigen was. Oh! Oh! Das schaffen wir! Wie schwer! Du hast den großen Schlüssel! Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. We know that. We know that. Und that's why we going back to the old place. With the big truhe. Nein, so spreche ich kein Englisch, aber... Wir gehen jetzt... Oh, das wäre auch eine gute Idee gewesen sonst, oder? Was meint ihr? Dass man einfach die Dinger da hinschmeißt und bottelt euch. So, guck mal her. Yay. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal die große Truhe. Wenn wir die damit überhaupt öffnen können, den Schatzschlüssel. Also wenn es jetzt der Schatzschlüssel sein sollte, dann wäre es top, ja, keine Frage. Das war das hier. Ach, komm schon. Oh. Bin außerdem zweimal drüber gelaufen. Öffne dich mir! Was haben wir denn jetzt? Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Yay. Seht mal. Die sind sogar auch grau, die Handschuhe, die wir jetzt angezogen haben. Finde ich cool, dass die auch an diese kleinen grafischen Details, auch wenn es nur ein kleines Spiel ist, gedacht haben. Dass die dann wirklich diese Hände dann grau machen. Das würde ich mal sagen, gehen wir mal auf wieder. Okay. Achso, ja. Also wieder so typisch ich. Okay, wir haben jetzt den Krafthandschuh. Wir freuen uns megamäßig. Ich weiß nur noch nicht, wo wir den einsetzen. Hier müssen wir nicht hin. Ich gucke lieber nochmal jetzt. Also wir waren jetzt in jedem Raum drin und wir müssen irgendwo hin. Das heißt, wir müssen jetzt entweder links runterspringen oder rechts runterspringen. Ich würde sagen, wir springen links runter, da wir in der Nähe sind von links. Einfach mal. Eiskalt. Ja, okay, dann dürfen wir da nicht reinspringen, alles klar. Und, okay, geht nicht mehr, schade. Okay, wir haben jetzt nur noch zwei von denen, das heißt, wir werden jetzt... Au, okay, jetzt auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier rein und lassen uns heilen. Ah, danke, Elfen. Oder Feen? Sind es Feen? Oder Elfen? Ich glaube, es sind eher Feen, so kleine Feen. Feen. Da. Ob es überhaupt der richtige Weg ist hierfür? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal lang. Mit viel Glück und Hoffnung. Okay. Hätten wir das nicht gemacht, so hätten wir wahrscheinlich kein Herzteil gefunden. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sind gut. Und nicht in den Kaktus laufen. Ganz wahrscheinlich nicht in den Kaktus laufen. In der zieht uns Leben ab. Aha! Ist total egal, wo wir hingegangen wären. Hier wären wir irgendwo gelandet. Wahrscheinlich wieder unten, wo wir gar nicht hin hätten kommen müssen oder sollen. Und jetzt können wir die großen, schweren Steine hochheben. Wie Hulk. Ein kleiner Mini-Zelder fühlt sich wie Hulk. Ich glaube, die Dinger müssen wir hier reinschieben. Oh. Not bad. Wusste ich's doch. Oh, das war ja easy. Oh, scheiße. Ich ahne Schlimmes. Ich kenne es. Au. Wir sollten wirklich hier bleiben. Oh, nein. Jetzt müssen wir mehr nach hier lang.
Jetzt fliegt der eine oben gleich los, jetzt fliegt der hier wieder los. Scheiße. Scheiße, dass wir nicht blocken können mit dem Schild. Au! Oh! Wir sind gestorben! Das erste Mal! Speichern und weiter, würde ich sagen. Ja, klar doch. Wir machen auf jeden Fall speichern und weiter. Hubala! Das ist mir noch nie passiert. Das ist das erste Mal. Aber okay, jetzt wissen wir... Ey, wir sind doch die größten Deppen überhaupt. Der läuft dagegen. Der soll doch nicht dagegen laufen. Hat er kein Feingefühl? Muss er gleich den Turm berühren? Anfassen ist wie garantiert so... Ah, scheiße. Achso, das haben wir schon frei. Halt. Au, ja, lass mich doch durch. Oh, die sind ja mega nervig. Na, ja, das bricht doch ein, oder? Doch nicht. Hier haben wir nochmal die Chance wahrscheinlich. Bup. Bup. Na, komm schon. Achso, das kann nicht durchgehen. Das ist schön. Yay. Haben wir jetzt alles? Ja, haben wir. Okay, jetzt kann er uns nicht mehr berühren. Okay, hier sind wieder die Dinger zum Anzünden. Ich verstehe echt nicht den Sinn dahinter, aber ich mach's einfach. Kann es sein, dass irgendwas Wichtiges ist? Aua! No! Au! Der kann uns doch von da hinten noch treffen. Au! Das tut doch weh! Oh, das ist echt fies? Nein! Oh Gott, okay, kein Problem. Ich komme damit klar. Speichern weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist ja jetzt wirklich Abfuck gerade hier. Also das ist wirklich... Oh, 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 nee, keine gute Idee. Abwarten. Und drücken. Und durch. Und quer durchlaufen einfach. Gar nicht erst die schwebenden Teilchen beobachten. Und auf zum Boss. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal die Kreatürchen hier wieder killen. Ja, dann frage ich mich jetzt, ob da immer noch das eine ist. So, der ist hinüber, der ist hinüber. Da sammle ich mir jetzt erstmal schöne darauf ein. Oh! Nope, nicht mit mir. Hä? Der hätte sich doch schon längst weiter bewegen müssen. Jawohl, jawohl. Ah, hat er uns auch erwischt, der Schwein. Okay, hier sind wir jetzt im Boss. Bossraum angekommen. Ja. Ah, oh, ah, ich will nicht mehr. Wieso? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ey, das ist so klar. Wir sollten jetzt mit dem wenig Leben noch gegen den Boss antreten. Es sei denn... Ich würde gerade sagen. Halt! Hä? Komm schon. Ja, na klar doch. Okay, kein Problem. Wir nehmen doch gerne mal wieder den Bogen. Komm schon. Wach auf. Oh. Scheiße, Leute. Schaut euch das mal an. Wir haben nur noch zwei Leben jetzt. Und ich habe keinen blassen Dunst, ob wir überhaupt damit noch den Boss besiegen können. Oh. Geheimnisvolle Wand schiebt sich nach hinten. Eiskalt gleich der Boss. Was erwartet uns? Halt! Bogen. Bogen oder Bomben? Was meint ihr? Ich glaube, Bomben machen mehr Schaden. Halleluja! Au, wie kann es denn sein? Der hat uns noch nicht mal berührt hier.
Hä? Das war immer so kacke an den Spielen, das weiß ich. Es kann so heftig gewesen sein, wie es sein wollte. Und wir müssen wieder hier anfangen. Na klar doch. Aber jetzt sind wenigstens alle Türen offen. Und wir können einfach nur durchlaufen. Das ist echt, echt mega angenehm gerade. Ich hoffe nur, dass hier hinten so ein Herz ist. Leider nicht gerade. Ich will unbedingt den Boss noch schaffen. Ohne nochmal getroffen zu werden, weil wir brauchen höchstwahrscheinlich wirklich die 4 Lebern hier. Lass mich das noch schnell einsammeln hier. Ja, da wollte er mich nochmal treffen hier. Warum? Ich, ganz einfach. Es wäre zu einfach, richtig? Yay, wir haben volles Leben. Jetzt oder nie. Ich glaube wirklich, jetzt oder nie ist echt gut. Ah, hat er nicht erwischt mehr. Sehr schön. Okay, jetzt wählen wir wieder den Bogen aus und dann kommt der wieder der Typ hier und der wird uns ja unbedingt wieder wehtun. Ach, wir haben wieder voll. So, der nervt nicht mehr. Und jetzt geht's wieder zum Boss rein, Leute. Da. Hä? Hui? Halt! Warum? Oh, ich schieße doch mal gut mit den Pfeilen eigentlich, habe ich das Gefühl jedenfalls. Au. Ich glaube, die werden immer schneller mit der Zeit. Hä, wie konnte der uns dann treffen? Was hat uns denn vor allem getroffen gerade? Ach so, die kleinen Kügelchen. Oh, wie böse ist das denn? Da kommen immer so kleine Kügelchen raus, wenn die uns treffen. Oh, das ist echt fies. Boah, das ist mega böse, Leute. Nein, wir haben nur 6 Pfeile. Au, wieso denn? Au. Okay, werden wir den Kampf schaffen? Halt. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so viel unsere Pfeile verbrauchen. Ja, der erste ist schon mal tot. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht weiter getroffen werden. Daneben. Getroffen von uns. Wir wurden getroffen wieder mal. Die werden immer aggressiver, merke ich gerade. Der ist auch schon mal hinüber. Einer ist übrig. Werden wir ihn erledigen? Wow! Nein! Wir haben noch ein halbes Herz. Jetzt müssen wir sehr, sehr aufpassen, Leute. Sehr, sehr. Ah, der ist schon wieder reingesprungen. Ungefähr hier müssen wir hin. Ah, scheiße. Noch einmal treffen wahrscheinlich. Ein Kampf auf Leben und Tod. Werden wir es schaffen, ihn auszuweichen? Ah, wann stirbt denn der endlich? Einen so spannenden Kampf hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich echt zugeben, wirklich. Und das ist echt die längste Folge, die ich bis jetzt gemacht habe hier. Oh, noch einen Treffer braucht er auf jeden Fall. Echt ein Wahnsinn, was der einstecken kann. Ist ja auch der Endboss. Wir haben ihn! Oh, endlich. Und das war garantiert nur der Pre-Boss. Doch nicht. Oh, wir haben das Herz, sehr schön. Und wir haben das zweite Amulett.
Oh, endlich, Leute, wir haben's. Du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Hol nun das dritte. Ding. Oh, wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Sehr schön. So, Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit der Folge von Zelda Link to the Past. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann... wenn es euch doch dann gefallen hat, dann könnt ihr irgendwie einen Kommentar oder ein Like hinterlassen. Und, ja, vielleicht sogar abonnieren. Müsst ihr aber nicht. Nur wenn es euch gefallen hat und ihr es auf jeden Fall weiter verfolgen wollt, ob wir es noch schaffen, bis zum Schwert vorzudringen im Wald. Und deswegen sage ich wieder, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.